Mehrere Berliner Polizisten sollen Kontakt zu Mitgliedern arabischer Familienclans haben und diese mit Informationen versorgen. Das sagte der Sprecher des Vereins Kritische Polizisten, Thomas Wippesaal, im RBB. Wir gehen nach unseren Erkenntnissen davon aus, dass mindestens 6 Kollegen, wenn nicht eher an die 10, laufend diese Informationslinien an das Milieu der arabischen Clans haben und pflegen, so Wippesaal. Allerdings kämen Polizisten nicht immer sofort an die wichtigen Informationen für die Clans heran. Nicht jede Durchsuchung oder Razzia fliege vorher auf. Auch den generellen Zustand der Berliner Polizei sieht Wippesaal sehr kritisch. Sie benötige eine Generalrenovierung. Das liege auch an der Ausbildung und der Personalauswahl. Dort seien die Anforderungen massiv heruntergeschraubt worden.